Viele hier schildern Schreckliches. Diese Aufnahmen werden uns zugespielt, denn die syrischen Flüchtlinge in den Lagern sind streng abgeschirmt. Dieser Syrer zeigt, was seine Verfolger ihm angetan haben. Auf der Flucht habe ich 3 Schüsse abbekommen, sagt er. Hier ist der Einschuss und hier wurde ich operiert. Viele von uns haben nicht überlebt. Mein Bruder Mohammed hat als Taxifahrer zwischen Syrien und Libanon gearbeitet. An der Grenze wurde er von syrischen Milizen angehalten, ausgeraubt, verhaftet und eine Woche lang zu Tode gefoltert. Danach wurde uns seine Leiche übergeben. Seine Angehörigen haben die Leiche gefilmt und die Aufnahmen ins Internet gestellt. Grausamkeiten, von denen hier im Flüchtlingslager viele berichten. Unsere Söhne haben demonstriert, sagt sie. Und nur weil sie demonstrierten, wurden sie erschossen. Mein Sohn wurde getötet, er hat 3 Kinder. Weil sie uns alle töten wollten, sind wir geflüchtet. Einige starben auf der Flucht. Nur weil die Studenten an der Uni Freiheit gerufen haben, wurden sie geschlagen, verhaftet, gefoltert und getötet. Nun versuchen sie, so etwas wie Normalität zu finden. Das hier sind unsere Küchensachen und hier schlafen wir. Wir sind zu 6 in einem Zelt und das hier, das ist unser Kleiderschrank. Wir essen, sitzen und schlafen hier und wir spielen hier mit den Kindern und abends treffen wir uns hier. Wir wollen zurück nach Hause. Wir brauchen Hilfe, um diesen Diktator zu stürzen. Unser Land, unsere Häuser, unser Eigentum und unsere Familien sind in Syrien. Das geben wir nicht auf. Doch der Winter naht und warme Kleidung und winterfeste Zelte fehlen. Denn noch längst ist nicht klar, wie lange sie hier bleiben werden. Quälende Unsicherheit. Geh raus, Bashar, skandieren diese Flüchtlinge aus Jir al-Shughur immer wieder spontan. Fordern den Rücktritt von Syriens Machthaber und machen sich gegenseitig Mut. Über diesen Berg sind sie aus Syrien geflohen. Rund 10.000 sollen derzeit in der Grenzregion in Lagern Unterschlupf gefunden haben. Aufnahmen eines weiteren Flüchtlingslagers, in dem sich Mysteriöses ereignet haben soll. Der syrische Militäroberst Hussein Harmusch war im Sommer desertiert und in die Türkei geflüchtet, weil er nicht auf die eigene Bevölkerung habe schießen wollen. Dann verschwindet Harmusch plötzlich spurlos aus dem Lager in der Türkei. Nur Wochen später taucht er in Syrien im Fernsehen wieder auf. Wann und warum haben Sie sich entschieden, doch nach Syrien zurückzukehren? Schon im August habe ich an Rückkehr gedacht, weil mir viele Versprechungen gemacht wurden und nichts davon gehalten wurde. Ein Interview unter Zwang, erklärt sein Bruder. Auch er ist mittlerweile in die Türkei geflohen, schildert hier die Übergriffe auf sein Heimatdorf. Sie haben das Dorf angegriffen und wahllos geschossen. Ich wurde getroffen, konnte aber gerettet werden. Er zeigt diese Aufnahmen, sie sollen nach dem Angriff entstanden sein. Jetzt fordert er eine Untersuchung von der türkischen Regierung. Sie soll das Verschwinden seines Bruders endlich aufklären. Schließlich sei er immer sehr beliebt gewesen und einer der ersten, die desertiert sind. Viele syrische Militärs sind ihm gefolgt. Für hochrangige Deserteure hat die Türkei eigens dieses Lager eingerichtet, weiträumig abgesperrt. Unter ihnen Riad Assad, General der Luftwaffe, sowie der General der Panzerstreitkräfte und auch der General der Marine. Sie alle haben im Internet Stellung gegen das Regime bezogen. Es sind Sicherheitskräfte und Milizen, die die Demonstranten töten. Der Befehl kommt direkt von Assad, erklärt der General im Gespräch mit anderen Mitgliedern der Freien Syrischen Armee. Und er sagt, sie haben mit kleinen Flugzeugen chemische Kampfstoffe versprüht. Die verursachen Allergien, greifen die Nerven an. Die Menschen denken, Assad wüsste nicht, was passiert, aber er weiß alles. Er ist sehr gut informiert und er gibt die Befehle. Er ist noch schlimmer als sein Vater. Und, sagt er, wir fordern nun eine Flugverbotszone und politische Unterstützung. Wir wollen keine militärische Einmischung, wie dies in anderen Ländern der Fall war, nur die Flugverbotszone. Längst
Nicht alle Flüchtlinge leben in den Lagern. Hunderte verstecken sich vor Syriens Regime in Grenzorten in der Türkei, konnten dort in Wohnungen unterkommen. Sogar eine Schule für syrische Flüchtlingskinder gibt es hier, betrieben mit Spenden aus dem Ausland. Viele der Kinder hier hat die Gewalt in ihrer Heimat für immer verändert. Ich wünsche mir, dass der Kindermörder Assad abhaut, sagt dieser Junge. Ich wünsche mir auch, dass die Kinder wie alle anderen Kinder normal leben können. Und ich will, dass das syrische Volk vereint bleibt. Viele Kinder wurden wegen Assad getötet, damit er an der Macht bleibt. Viele wurden verhaftet, gefoltert und ermordet, obwohl sie gar keine Schuld haben. Kinder, die wie Erwachsene klingen. Wohl auch, weil sie in einem von Gewalt zerrütteten Land überleben mussten. Im Pausenhof Politik der Kleinsten, die rufen: Das Volk will den Sturz des Regimes. Erwachsene Widerstandsparolen von jungen Menschen, denen ein Teil ihrer Kindheit längst geraubt wurde. Wir sind eins. ARD.